Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Banger. Ich schau mal, was heute gebankt wird. Ein Brüller. Wir starten mit dem BF. Gibt ein paar Dinge, die aktuell da sind. Also sehr viel Darkflight wird aktuell gespielt. Darkflight mit viel Cannoneer. Ist sehr dominant. Und das werde ich euch auf jeden Fall noch präsentieren. Deswegen habe ich auch BF gestartet. Wenn wir ein Giants-Bait kriegen, dann gehen wir dafür. Darkflight hat allerdings keine One-Cost-Units. Das heißt, es gibt selten Games, wo man sich so denkt, oh, das ist aber eine krasse Darkflight-Runde. Es gibt sie, weil du kannst ja auch Two-Cost-Units hier bekommen, wenn du so Rail Aphelios kriegst oder zwei Rails oder zwei Aphelios oder so. Dann deckt man das schon. Aber öfter spielt man einfach irgendeine normale Eröffnung und wechselt dann auf Darkflight. Also, wenn ihr Darkflight spielen wollt, müsst ihr nicht auf den krassesten Opener der Welt warten. Ja, recht humorvoll hier auf jeden Fall von Riot. Mir nur Pärchen direkt von Anfang an anzubieten, aber dann direkt drei Stück davon. Wir nehmen die Senna mit. Einfach als Option, falls wir Darkflight Grace spielen, aber wie gesagt, ich will mich jetzt noch nicht so früh festlegen. Ist aber einer der auf jeden Fall coolsten. Uiuiui, wir hätten tatsächlich sofort die Option, einen Sieg zu Slam, was mittlerweile Darkflight das beliebteste ist. Aber dafür gehen. Also jetzt wäre jetzt sehr früh committed, ne? Aber ist halt auch schon geil. Ich habe gehört, Johnny hat wieder den Coolstream für NNO. Wann wird das eigentlich sein? 24. ist aktuell angesetzter Spieltermin. In der Theorie kann es da noch zu Änderungen kommen. Das wäre aber ungewöhnlich. Und ich plane aktuell alles für den 24. Inklusive Dreh vor und ach. Scheiße, jetzt haben wir hier leider gar keine Units bekommen, sondern nur Gold. Das ist das Schlechteste, was uns passieren konnte. Oh! Cannonier Cannon Shots Bounce Wands. Sehr gut für uns. Auch weil wir eine Phileas kriegen. Cannonier. Sehr gut. So fast so gut. Dann müssten wir jetzt eigentlich noch einen Guardian spielen. Und natürlich leveln. Okay. Und dann muss ich das wahrscheinlich so spielen für den Moment. Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich kläre das auch gleich nochmal auf. Warum es jetzt zu dieser weirden Comp hier gerade kommt. Okay. Also, die Base-Idee. Warte, ich nehme mal das aus der Solo-Gesangliste. Das Ganze kommt aus dem Reddit-Thread, der quasi darüber geredet hat, dass er glaubt, dass Siegs für diese Comp by far das Beste ist. Ich schließe mal kurz das, was ich eben offen hatte für die anderen Banger-Versuche. Beim Reintam kaufe ich mittlerweile immer Units. Das war früher irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, was ich geändert habe. Ich habe jetzt Siegs einfach hier hinten in die Backline gesetzt, damit quasi Senna und Aphelios davon profitieren. Ich hatte ja trotzdem Leona vorne, das heißt, war nicht so schlimm, dass dieser quasi ein bisschen später kommt. Und das verhilft uns einfach dazu, ein bisschen mehr Damage zu machen. Ich glaube trotzdem, dass wir im Fight hier verlieren, ne? Diana auch einfach eine ziemlich gute Street-Cost-Units hier. Gerade für die Phase des Games. Cannoneer Shots Bounce hilft uns hier schon. Auch wenn Senna noch eine Ult durchkriegt, bevor Diana die Ult durchkriegt. Nett, noch eine Unit gekillt. Okay. Wir haben kurz den Shop ab. Und dann können wir weiter quatschen. Kein guter Shop für uns, doesn't matter. Wir bilden Pärchen wie immer. Und der Rest ist uns eigentlich egal. Okay, also, die Idee ist quasi Darkflight. Darkflight ist erstmal, bedeutet, du opferst eine Unit und diese Unit gibt ihr Item an alle Darkflight-Units weiter. Da hat man am Anfang hat man Zeezerot gespielt, dann hat man Night's Vow gespielt, dann hat man gesagt, okay, jetzt in diesem Reddit-Feld, Siegs ist das Stärkste, lass uns dafür gehen. Ganz wichtig hier, weil ich weiß, das kommt wieder in den YouTube-Kommentaren und ja, das sind gute Algorithmus-Kommentare, um euch da aber trotzdem sofort zu belehren. Ihr könnt nicht Radiant-Items oder so nehmen. Das Ganze wird zur Dark Essence und auch wenn ihr Thieves Glow nimmt, wird, glaube ich, nur ein Item davon geklont und nicht das komplette Thieves Glow. Das heißt, nicht empfehlenswert. Das heißt, man hat quasi gesagt, okay, Darkflight spielt man super viel über Sway und macht dann Swain ganz stark oder so. Aber jetzt geht man eher dazu rüber zu sagen, okay, wir spielen Darkflight eigentlich nur die absolute Baseline. Nämlich quasi Rail Aphelios Rengar. Manchmal sogar ohne Rengar, aber dazu kommen wir später nochmal. Wenn ihr Double Trouble oder so habt, dann verzichtet ihr sogar auf den. Ich muss kurz überlegen, ob ich leveln will. Ich glaube, ich bin nicht so strong, wenn ich level, ne? Weil ich habe immer noch keine Rail.
Das heißt, ich will eigentlich nur pre-leveln. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was wir jetzt machen können, ist quasi das so zu verkaufen, dass wir, selbst wenn wir diesen Fight verlieren, über 10 Gold sind. Pre-Leveln hilft uns insofern, dass bevor die Episode beginnt, kriegen wir erst die XP, bevor der Shop kommt. Das heißt, wir haben dann quasi einen Level 5 Shop, wo wir noch eine bessere Chance auf 2-Cost-Units haben. Wir suchen ja gerade Rell oder Ringer. Ja, und wenn du dieses Sieg-Stacking dann machst, dann startest du quasi mit so viel Attack-Speed, dass deine Cannoneers wirklich außer Kontrolle geraten. Also die sind einfach sehr, sehr strong. Gerade Graves und Aphelios sind dann natürlich die Hauptkandidaten. Aber auch ein Ranger profitiert ja von Siegs offensichtlich, weil er wird ja stärker, wenn er mehr Attack-Speed hat. Das sollte jetzt keine krasse Überraschung sein. Und das macht die Comp, finde ich, an sich innovativ und cool. So, ne? Das ist einfach, irgendwie denke ich mir so, okay, das ist echt, da hat sich was bei gedacht, das funktioniert gut. Es gibt halt so ein paar Anpassungen, die man dann gewählt hat. Beispielsweise ist es so, dass viele dann eher Ragebait bauen. Normalerweise sehen wir auf Aphelios Last Whisper Infinity Edge und meistens kein drittes Item, weil man das Darkflight-Item spielt. Und in dieser Konstellation ist es dann halt ein bisschen anders. Ich glaube, ich kann tatsächlich von den Spatula nehmen. Komm, was soll der Geiz? Weil du halt mit so viel Attack-Speed startest, dass es sich halt mehr lohnt, weil es sich schneller hochstackt. Finde ich ganz cool. Regenwassermann und eine Plansche-Kuh. Danke euch beiden ganz herzlich für eure Twitch-Primes. I appreciate it. So, warum habe ich das Ganze genommen? Du kannst aus einem Spatula, wenn du ihn so früh nimmst, hast du einfach den Vorteil zu sagen, okay, ich kann, wenn ich irgendwie nur auf Grabback oder sowas kriege, easy quasi noch ein Level pushen, noch eine Unit for free kriegen. Und wenn alle Stricke reißen und wir quasi gar nichts ausmachen können, dann können wir immer noch überlegen, ob wir nicht eine Kavallerie-Emblem mehr spielen, weil wir anyway Kavalleries spielen werden. Ich hätte Braum für Leona hier spielen müssen. Das war ein Fehler. Und wir hätten Seri wahrscheinlich in den Siegseffekt stellen sollen und Senna ganz nach außen. Senna steht eh gerne außen, weil sie dann die Enemy-Backline oft trifft. Ja, ansonsten ist unser Lineup, gerade muss man ehrlicherweise sagen, echt weak, weil wir halt quasi Darkflight spielen, aber ohne Darkflight. Und Seri zwar eine coole Unit ist, aber wir quasi keine Frontline haben. Das ist es am Ende des Tages eigentlich. Boah. Off-Top, ihr habt ja eigentlich seit dem Pre-Release nochmal Magic gespielt. Privat ja. Was? Wäre heute sogar eine Magic-Runde gewesen, die ich allerdings leider absagen musste, weil ich zu viel mit dem NNO-Co-Stream in der Vorbereitung zu tun habe. So, jetzt sind wir an einem etwas wilderen Punkt. Wir können auch tatsächlich einfach irgendein Item hier slammen, irgendein Emblem und das reforgen und darauf hoffen, dass wir etwas crazieres als sonst kriegen, ist ja auch fein. Aber ansonsten drei Cannonier, also es ist alles in Ordnung, so das Einzige, was halt echt doof ist, ist, dass wir halt die Rain nicht gehittet haben. Aber ihr seht, wir haben 90 HP, was völlig in Ordnung ist. Und wir nutzen natürlich auch unser Ricochet hier sehr, sehr gut, ne? Also klar, normalerweise sagt man, ey, in Trade, ob du ein 2 oder 3 hast, ist egal, aber dadurch, dass wir ein Augment haben, was mit Cannonier strong ist, ist es natürlich so, dass der dritte Cannonier auch eben von den Augment profitiert. Der Sprung von 2 auf 4 Cannonier ist aber heftig, ne? 175 zu 350, so. Also das wollen wir auf jeden Fall. Und da sind wir auch hinterher. Positionieren uns jetzt hier um, alle auf die Seite, weil wir wollen ja natürlich, dass wir hier nicht versagen. Senna kann von mir aus da, I don't mind. Frühe Serie 2 wäre auch recht interessant. Der dritte, vierte Cannonier ist Graves. Das ist hier immer sehr, sehr geil. Aber Nomsi ist auch diese Runde Cannonier. NLO-Kustrip-Vorbereitung für in 2 Wochen. Oder steht da noch was an? Für in 2 Wochen, ja. Heute geht es unter anderem um die Beschaffung vom Pub-Aufsteller und dem Finden einer Make-up-Artist für unseren Dreh vorher. Ich plane geilen Scheiß. Na gut. Endlich eine Darkflight-Unit. Nicht die, die man normalerweise hat. Wir haben auch keine Siege gefunden. Also, allzu viel Darkflight haben wir noch gar nicht. Weil wir haben Cannonier und das ist fein. Und wie gesagt, Darkflight ist ja was man halt nicht vom Get-Go aus hat, weil die Units halt auch. Du hast ja keine. Also, wenn du dir die Darkflight-Units anguckst, sind das 2, 2, 3, 4 Kost-Units. So. Also, die sind halt auch verhältnismäßig selten.
Frage ist nur, was opfert man jetzt? Opfert man jetzt wirklich den Sack? Ach, jetzt habe ich die nicht beieinander gestellt. Das war auch einfach zu viel zu tun für mich. Da bin ich zu alt für. Ich würde jetzt tatsächlich die Trader-Dorf klatschen und das Reforgen. Jetzt haben wir leider Dragomancer bekommen. Schade. Hätte natürlich irgendwas Geiles sein können. Das war aber ein worth a try. Wenn es klappt, ist es natürlich sehr sick. So ist es jetzt nicht ganz so sick. Ich weiß nicht, ob in meiner End kommt irgendein Dragomancer drin sein kann. Ich glaube nicht, ne? Assassin Dragomancer gibt es leider auch nicht. Oh! Freunde der Nacht! Prismatic Double Trouble ist sehr, sehr sick in der Comp. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Roll ich jetzt? Uff. Eigentlich würde ich nicht dabei Pommes spielen jetzt, ne? Boah, wir müssen jetzt so dringend auf Rail hoffen. Oh, Junge, Junge. Okay, also es gibt quasi eine Ex... Also Double Trouble ist generell wahrscheinlich eins gerade der stärksten Augments, weil es mehrere Comps gibt, die extrem gut damit sind. Aber Darkflight ist quasi von all diesen Comps wahrscheinlich nochmal die beste. Und das liegt einfach daran, dass bei Darkflight es ja so ist, wenn ich jetzt zweimal Philios spiele, dann kriegt er auch zweimal das Item. Also jeder von den beiden kriegt eins. Das heißt, du kannst quasi mehr Units damit equippen. Was extrem crazy ist und was dazu führt, dass du quasi einfach Double Aphidios, Double Ray, Double Grave spielst. Dann hast du drei verschiedene Units doppelt, das heißt sechs Units vergeben. Dann spielst du Sejuani, weil die Kavallerie und Gate gibt. Und als letzter Unit spielt die meisten Hekarim. Das heißt, du spielst in diesem Fall den Rengar gar nicht mehr. Ich hatte ja gesagt, der Rengar ist es. Oh, warte, ich habe auch das Board. Das Board nämlich tatsächlich schon mal gesehen. Ups. Also ich brauche zwei. Ich brauche zwei Spielen. Ich will eigentlich gar nichts davon spielen. Ne? Ich will nicht mehr den spielen eigentlich. Ich könnte den spielen jetzt. Will ich den spielen für eine Runde? Let's show our friends the door. Oh. Da spielt jemand genau unsere Comp. Ja, ist aktuell sehr, sehr beliebt. Eine Idee, die ich tatsächlich habe, die ich hoffentlich in einem späteren Video nochmal zeigen kann, ist zu sagen, okay, wenn alle diese Comps spielen, und das ist ja wirklich aktuell extrem beliebt, und die ganzen Aphidios rauskaufen und dadurch Two-Cost-Units aus dem Pool entfernen, wie wäre es denn, wenn man dann selber für Astral geht und bei Astral die Lux auf 3 bringt? Das müsste ja eigentlich sehr, sehr geil sein. Das ist eine Idee, die ich aktuell habe. Ich kann es nochmal den Endkopf zeigen. Ja, das werden wir noch ein paar Mal zeigen. Aber die Idee ist Double Aphelios, Double Rail, Double Graves und dann Seju, was die Kavallerie für Rail gibt und sie eine gute Unit ist, die man opfern kann. Oh, scheiße. 2 AP zu viel leer. Der Pantheon wäre juicy für uns. But he be gone. Wie fair der Hika ist auch sehr, sehr fein für uns. Ich würde dann am liebsten Rageblade, Last Whisper spielen auf Aphelios. Ich glaube, das ist auch das, was Solo hier hat, ne? Ja, spielen Last Whisper auf Aphelios. Graves ist kein Darkflight, deswegen kriegt er kein Item, deswegen kannst du ihn 3 geben. Mann, ey, immer beim Reintam kaufe ich mittlerweile. Das ist doch gar nicht so ein Zweck der Übung. Der Kopf ist so viel schwächer, als sie sein könnte gerade. Das ärgert mich ein bisschen. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich meinen Scheiß nicht finde, den ich brauche.
Weil ich quasi den... Ich brauche nicht nur den Ephilios. Aber Ephilios würde es schon deutlich besser machen, ne? Ich glaube, ich könnte einfach nur für Ephilios rollen. Das wäre es wahrscheinlich schon gewesen. Aber ich wollte halt erst nicht rollen, weil ich dachte, okay, bis zur Creep Round chillen und dann rollen, weil wir eh keinen Winstreak haben. Und ich glaube, das ist auch okay. Das heißt, wir rollen jetzt auch nicht in 3-6. Sondern wir rollen dann erst danach. Ich halte die Nekering, weil wenn ich Red hitze, dann kann ich ihn einfach dazu spielen. Aber für den Moment ist wahrscheinlich sogar das besser. Ich dachte tatsächlich, dass Siri ein bisschen mehr machen würde, als sie jetzt am Ende getan hat. Ich habe den ein bisschen overrated, I guess. Aber wir wollen den Ken und ihr Buff halt schon noch behalten. Oh, Shin läuft bei ihm. Wir spielen ja quasi ohne Prismatic gerade. 44 AD AP Armor und sehr mehr. Holy shit. Dafür hat die Siri gerade echt wenig Work gemacht, ne? Okay, also ein Aphelios und dann hat er sofort fast doppelte Stats gefühlt. Ja, 50% mehr. Das ist trotzdem krass. Okay. Das klingt ganz schön krass. Der hat einfach Elder Soul oder was? Grüße dich, Striker. Strahd ist besser, in meiner Opinion. Das ist schlichtweg falsch. So leid mir das tut, aber das hier ist wahrscheinlich aktuell die stärkste Meta-Comp überhaupt. Ups. Wir haben den Graves gehittet, was sehr nice ist. Und Drake hittet, der uns jetzt tatsächlich gar nichts bringt, leider. Was ist denn die Seju? Bin ich... Das sagt doch. Find nicht das, was ich hier gerne hätte. Oh, muss ich gleich mal schauen, wie viele das gerade spielen. Bei denen nicht zu finden hier, das fühlt sich schon extrem weird an. Also keinen zweiten. Ich meine, ich habe jetzt 40 Gold ausgegeben. Nur einer. What? Nur Kredos spielt das. Ich krieg halt die Units nicht gedoppelt, weil ich sie nicht finde. Das ist schon sehr lächerlich. Stand United ist wahrscheinlich eines der schlechtesten, die wir jetzt haben können. Sunfire Board ist okay für uns. Aber ich will ja nicht mal Rengar spielen. Junge, Junge. Okay. Ja, ich denke, so ist es erstmal in Ordnung. Aber wir würden natürlich gerne Hekka rausspielen und Rell spielen. Also, dass wir Double Trouble einfach nicht reinkriegen, weil wir auf Level 6 nicht die Two-Cost-Units finden, die wir brauchen, ist schon sehr, sehr bad. Jetzt sind wir auch so low, dass wir quasi jetzt All-In müssen. Das ist schon echt sehr unfortunate, Royals.
glaube auch nicht, dass der. Also der Spot war ja auch gut. Okay, das da ist 10 AP, ne? Das ist jetzt nicht so viel. Okay. Das war jetzt wirklich bessere Rolls. Uns fehlt nur noch eine Rail. Muss ich jetzt sehr konzentrieren währenddessen. Sorry, dass das Commentary ein bisschen leckt. Der hat Varus 3. Aber das spielt Gott sei Dank einfach keine Rolle. Position-wise kann ich, glaube ich, jetzt wieder besser stehen, wenn ich die zweite Rail auch noch hinten ziehe. Boah, ich glaube, ich muss den Grace nehmen. Auch Bild, dass Niazur einfach offen bleibt, ne? Passiert auch nicht oft. Ja, schade, wenn wir hier den Graves bekommen hätten, hätten wir Double Graves spielen können auf 7. Das wäre extrem krass gewesen. Wir müssen aber anyway jetzt auf 6 ja noch 2 Aphelios und 2 Raids finden. Ne, eine Rail. Was jetzt aber auch eigentlich nicht so viel ist, ne? Dass das Ding nicht automatisch aufs Feld kommt, sondern man da drüber laufen muss, ist in so kurzfristigen Dingern echt ein Problem. So, jetzt haben wir Aphelios 3 und wegen Double Trouble den Aphelios ja direkt nochmal bekommen. Das Schöne ist, diese Orbs, die ihr seht, ne, davon macht Aphelios normalerweise 5. Wenn er 3-Star ist, macht er 7 davon. Aber er kann das natürlich so effektiv einsetzen, dass er sie einfach wegschmeißt, irgendwohin, wo er keinen trifft. Dann hat es auch keinen allzu großen Vorteil. Die Trine reicht doch eigentlich auf 1, ja. Ah ja. Deswegen habe ich die beiden CGC auch verkauft. Das ist der relativ wurscht. Okay, die Hits sind da. Später wird es so sein, dass wir halt... Das muss schon doppelt. Ach so, kann ich. Ja, lieber so. So, die Zahl skaliert dann noch mit der AP. Das heißt, wenn er Rage Blade hat, ist er auf 11, ne? Was jetzt schon crazy ist. Also, der Standardwert sind 7 und der hat jetzt 11. Das ist schon. Ey, ihr seht ja, was das für eine Range ist. Die er da abdeckt. Dadurch haben wir jetzt quasi alles gehittet, was wir brauchen. Und jetzt geht es halt darum, jede Runde quasi noch ein Upgrade zu spielen. Und was sind die Upgrades? Naja, also ich denke tatsächlich, dass ich auf 7 hier Lee spielen könnte. Weil ich habe ja doch das Dragomancer-Emblem, das heißt, ich würde Tempest kriegen plus Dragomancer, was ganz geil ist. Das Beste ist aber anyway, Graves einfach zu hitten. Jetzt hätte die Frage, ob wir es schaffen. Oh, ich habe die ganze Zeit meinen Last Whisper nicht geslampt, ne? Haha, my bad. Ja, es wird jetzt schwer, wir haben nicht so viel Gold. Giant Slayer... Hand of Justice. Ah, actually, I take it. Ist in Ordnung. Ich habe jetzt leider 2 Remover, was ein bisschen wasted ist, aber wir spielen jetzt quasi hier eine etwas weirdes Item-Build, aber ich glaube, es ist fine, ne? Kann man wahrscheinlich schon so zocken. So, ich würde jetzt Lee hier spielen.
Anyway, nur bis wir. Bis wir. Den zweiten Grace finden. Prismatic Bit ist schon extrem wichtig. Aber so funktioniert. Funktioniert's. Frozen Heart gibt's nicht mehr in diesem Set. So. Ja, die kleinere Ray zerfällt relativ schnell. Boah, ich dachte kurz, wie viel das joggt rein, ey. Das sah kurz danach aus. Also an sich bin ich sehr zufrieden, es läuft sehr gut. Das einzige Problem ist halt, wir sind halt von der AP her relativ gering, weil wir haben halt zwei Leute, die einfach diesen Astro Hyrule haben. Und die deswegen schwer einzuholen sein werden. Und auf Level 7 jetzt zu Donkey Roy, um Graves zu hitten, kommt mir irgendwie auch nicht in den Kopf. Das neue Frozen Heart macht hier natürlich auch keinen Sinn. Das hat man früher in der Kopf gespielt, aber jetzt spielt man ja Six. Das ist ja der Sinn und Zweck der Übung hier. Will ich die andere... Also hier kriegt die Rel halt nur ihr eigenes Siegs. Oh mein Gott. Der mischt da relativ disgusting aus. Vom Lee Kick. Der war beide Raids jetzt gekillt. Sehr unfortunate, ne? Wenn ich den Lee ein Feld weiter nach links stehe, passiert nichts davon. Weil der Lee dann nach da gekickt wird. Naja. Happens. Also zwei sollen direkt neben ihm stehen. Aber dann ist das schon best, I guess. Das ist best, ne? Habe ich ein bisschen für gebraucht, aber das ist, glaube ich, das für mich beste Positioning. Problem ist, gerade auch beim zweiten Graves, der sehr needed ist, ist, dass der dritte Graves wiederum dann kommt und wir müssen sofort den vierten hitten, sonst haben wir wieder kein Double Trouble mehr. Sieht die Power des Nine-Ups aber jetzt schön auch hier im Vergleich zu jemandem, der halt eben Level 9 ist und 6 Kanonier hat. Er hat überhaupt keine Chance hier gegen uns irgendwas zu machen. Bei den meisten Items für den zweiten Graves ist fein. Actually ist Locket fein, ne? Wenn du anyway so hart hier hinten auf der letzten Linie hockst und du hast eine 3-Star-Unit, das heißt, der Locket-Effekt richtet sich ja nach dem Star-Level der Unit. Das heißt, hier auf der Rail sollte der sehr, sehr gut sein. Ich frage, ob ich jetzt rolle. Ich glaube schon, ich glaube es gibt. Kicker über Lee. Okay, ja. Jetzt gehen unsere Trades alle nicht mehr so geil auf, aber ich glaube trotzdem, dass es besser ist. Kavallerie 3 einfach für die Rails vor allem. Klar, wir haben jetzt nicht mehr den Dragomancer-Effekt auf der einen Rail, aber Dragomancer 2 ist eh keiner, whatever. Das ist ein nice Bonus, aber auch nicht mehr als das. Also schön, wie der Ephelios CC wirklich einfach astronomisch hoch ist. Dadurch auch den anderen Kanonierspieler hier raus befördert. Da ist der zweite Graves. Danke für die Subs. Pasori hat 4 verschenkt. Nee, 3. Danke dir. Überlieb von dir. Sorry, ich bin gerade sehr im Film hier.
Ich glaube, Level 8 wäre jetzt sick, aber Level 8 hätten wir jetzt echt nur tun, wenn wir jetzt den Fight gewinnen. Weil also der Fight jetzt gibt viel Preis. Ich kann halt schwer einschätzen, wie viel stärker wir jetzt sind, dadurch, dass der Graves keine scheiß Unit mehr ist, sondern jetzt halt ein Prismatic hat. Und ich würde sagen, wir sind schon deutlich stärker. Ja, okay. I like that. Ah, Ionic ist jetzt nichts, was ich hier gerne habe. Wie viel Damage hat jetzt der Graves gemacht? 3,9. Boah. Okay, wir brauchen 48 Gold für 8. Wenn wir 8 hitten, spielen wir Heka. Heka ist echt nochmal ein ordentliches Upgrade. Du wolltest Dragomancer auf Graves geben. Wollte ich das? Also spielt ja keine Rolle, weil ich nicht Dragomancer habe. Okay, also wir müssen irgendwie bis 6-5 oder so überleben gegen zwei Leute, die Astro High Rolled haben. Das ist Best Positioning schon, ne? Der kriegt doppelt, der kriegt einfach, der kriegt einfach, der kriegt einfach. Ah. Das ist ja die Frage. Aber ich glaube, der Graves ist schon wichtiger, ne? Also das ist die Alternative. Dann kriegt er keins. Dadurch verlieren wir einen Siegseffekt. Aber dafür hat unser Aphelios 2 dann. Graves geht übrigens über einen Weg mit AP und zwar kriegt er dann mehr Resistenzen nach seinem Dash. Bisschen weird, aber so ist es. Nice. Okay, wir haben jetzt hintereinander gegen beide gewonnen. Der Berlin ist allerdings besser gegen uns. Das ist ein Meta, oder? Ob der den Effekt kriegt oder nicht, ist, glaube ich, einfach egal. Aber dann ist Aphelios doppelt. Dass Ray so viel Damage macht, ist auch krass, ne? Oh, der Shroud-Effekt. Ah, oh, den habe ich doch gerade schon gesehen. Den hätte ich einfach wegstellen sollen. Und das war halt eben gegen Ghost. Okay, der Leak-Kick. Soweit fein für uns. Ah, nice. Schwacher Leak Kick. Ja, trotzdem knapp gewonnen, obwohl die Leak Kicks wirklich terrible waren. Dafür stand ich aber natürlich auch voll in der Shroud. Das ist aber sehr aufwendig, es zu lösen, weil ich muss immer komplett die Seite wechseln. Was schon echt viel verlangt ist. Bisschen ärgerlich, weil wir uns die Option für HK2 nehmen. Aber positioning-wise wird das hier jetzt nochmal besser. Warum Heka verkauft? Ich habe mich schon aber verzählt. Ich dachte, ich muss sie verkaufen, um das Level abzukriegen. Okay, wir stehen jetzt diagonal vom Danger. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Aber wie tanky meine Units dank Double Up sind, ne? Double Trouble. Also die kriegen halt quasi über Darkflight kriegen die halt 600 Health mehr. Und über Double Trouble kriegen sie halt 40 Armor und mehr. Actually, soll ich Tempest nehmen, ne? I guess. Einfach Tempest irgendwo drauf. Und wahrscheinlich auf den zweiten Aphelios. Weil die Tempest Units kriegen ja auch irgendwie Damage oder Attack Speed mehr. Ich weiß gar nicht, wie jetzt gerade der Stand ist. Unit Damage einfach. Hm.
Kein der Troid, aber ich bin zumindest aus der Shroud raus. Ist die Frage, ob der Lee in meine Backline rennt oder auf den Heka. Okay, meine Backline rennt einfach zum Lee, das hilft natürlich ein Stück weit. Ach, der. Also der Lee macht hier gar nichts mehr, weil er einfach CC't wird von den Aphelios, ne? Seine Azur ist doch relativ scary, weil er eine QSS hat. Aber der Rest darf sich einfach gefühlt gar nicht bewegen. Passt, ne? Also ich muss echt sagen, dafür, dass wir waren ja so weit behind, da zurückzukommen, ist schon, fühlt sich schon sehr krass an. Das Problem ist halt, dass das ein Lost halt jederzeit auch schnell beenden kann für uns. Nein, der hat jetzt Lee 3 gehittet. Oh mein Gott. Da steht die Short einfach last second um, ne? Muss ich respektieren, I guess. Will ich aber gar nicht respektieren. Aber jetzt stehe ich schon sehr bad. Würde seine Fähige geaced werden. Also keine Unit killen. Wahrscheinlich muss ich meinen Edge of Nightgraves auch einfach in den Lee reinstellen. Der mit 1 HP ernsthaft dann nochmal zurückgekommen ist und den Lee gehittet hat. Ist ja so lucky. Kostet uns leider auch unser Winstreak, ne? Was schon echt ein Problem ist. Also, wenn ich jetzt für Grace rolle, ist es halt sehr tricky, weil wenn ich den Drake nicht, den Grace nicht hitte, also nicht zweimal hitte, sondern nur einmal, dann verliert das uns das Game. Wenn ich ihn zweimal hitte, kannst du uns aber auch das Game gewinnen. Oh Gott, fucking bless. Leider nicht mehr hinschauen können, wo gegen wen ich fighte und so. Aber direkt dem Remover jetzt auch, denke ich, die probably besten Items auf dem richtigen Graves. Ah, der Deja-Typ ist relativ strong, aber nicht strong genug. Okay. Scheiße, der besiegt uns. Goddammit. No. I don't want this. Ich stehe gut. Ich stehe sehr, 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 sehr gut. Aber ich stehe nicht gut genug, ne? Ah, dass der mit 1 HP das kriegt, so knapp. Aber ich glaube, man hat trotzdem gesehen, wie krass die Comp ist. Ist am Ende leider, muss man sagen, Dritter. Ich hätte mir ja gerne hätte ich mehr gehabt. Aber der Gegner hat halt dann in den richtigen Moment leider einfach gehittet. Ich stand da wirklich nochmal gut am letzten Fight, aber ja, da war es dann sehr, sehr schwer, irgendetwas dagegen zu machen. Aber ich glaube, man hat schon das Potenzial gesehen. Ne? Prismatic Double Trouble mit Deathfly ist extrem gut. Wir haben sehr schlecht gehittet in der Runde. Wir haben extrem lange gebraucht, quasi unsere Units zu treffen. Und ich fand dafür was echt sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, es ist ein würdiger Banger, auch wenn es am Ende ein Dritter ist. Ich denke, es müssen nicht immer Erste sein, auch wenn ich es natürlich präferiere. Aber Prismatic Double Trouble zu hitten mit Darkfight ist dann schon sehr nice. War vielleicht auch nicht das beste Darkfight Opening.
War vielleicht ein bisschen geforst, vielleicht muss man das auch noch mit beachten. Aber trotzdem, extremst nice. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, euer Johnny.